gut. Wir stiefeln den Berg wieder hoch. Wir machen uns jetzt auf den Weg ins Weiße Rössel. Das. Was haben wir denn da, Herr Müller? The German Bratwurst. Ja, ich habe was gekauft. Guten Morgen. Ja, ich habe gut geschlafen. Das haben wir schon lange nicht mehr gesagt. Aber du hast nicht gut geschlafen. Aber ich habe nicht gut geschlafen, ey. Ich glaube, der Burger war schlecht gestern. Ich bin gestern Abend ins Bett und ich habe wirklich nur, ich habe nichts Schlimmes gegessen. Nee, Burger und Pommes. Burger und Pommes und mir ist so schlecht geworden, ey. Ich musste mich so übergeben und alles. War nicht schön, ehrlich, ne? Und es lag nicht am Bier. Gell, Frau? Guten Morgen, ihr Lieben. Weiß ich nicht. Ich bin getrunken. Nein, keine Ahnung. Ich bin aufgewacht, da saß er im Bett und hat rumgegückst. Dann ist er, glaube ich, aufgestanden, aber ich bin wieder eingeschlafen. Also keine Ahnung, was da schon wieder los war. Ja, unser letzter Tag ist angebrochen. Wie ihr seht, frühstücken wir gerade. Inside, weil outside ist schon alles weggeräumt. Müssen dann nur noch ein paar Sachen wegräumen, nicht mehr viel, und dann geht's wieder Richtung Heimat. Leider. Gottes. Ja, leider Gottes. Ja. Große Urlaub lugt ja immer näher. September ist ja nicht mehr so weit entfernt. Ja. Das Einzige ist, der Sommer ist dann schon halb rum. Ja, leider. Das ist dann immer so die Geschichte. Ne? Ja. Aber das Gute ist, wenn die Zeit läuft jetzt, ich hoffe auch, dass der Hof dann endlich mal fertig wird. Ja, das stimmt. Wenigstens, dass wirklich alle Grundflächen gemacht sind und das hier mit Beeten und sowas, das interessiert mich nur, das kann man auch nächstes Jahr erst nochmal. Ja, das ist nicht so gut. Ja, aber Hauptsache ist gepflastert und die Sauna steht vielleicht. Das wäre schon ganz cool. Die steht bestimmt da. Die steht bestimmt schon. Ja, na, das kriegen wir hin. Ja, wie gesagt. Aber wir brauchen einen Elektriker. Elektriker. Ja, wenn ihr einen guten Elektriker kennt, der mir einen Starkstromanschluss legen kann, meldet euch bei mir. Gibt auch German Bratwurst. Gibt auch German Bratwurst, war ernst gemeint. Mhm. Wir brauchen einen Elektriker für die Sauna. Naja, ihr Lieben, wir frühstücken zu Ende. Entschuldigung, Frosch im Hals. Wir frühstücken zu Ende und machen uns dann startklar. Müssen noch vorne bezahlen. Ich sag euch dann, wie viel das Ganze hier gekostet hat. Mhm. Und wir melden uns. Bis dann. Tschüss. Ganz noch ein ganzes Stück. So, jetzt haben wir alles ausgeräumt, eingeräumt. So der Wohnwagen noch gemovert. Und dann müssen noch die Fahrräder auf die Deichsel. Und dann können wir los. Ganz noch ein Stück. Weiter. Ist aber auch noch Platz. Beule ins Auto rein. Was willst du machen? Hast du dein T-Shirt raus?
ihr Lieben, wir sind abfahrbereit. Ich habe jetzt gerade eben bezahlt und ich wollte euch ja noch berichten, wie viel es gekostet hat. Und zwar haben wir eingecheckt am 17.06., Abreise am 21.06., sprich 4 Nächte. Wir haben jetzt für 2 Erwachsene 72 Euro, die Platzgebühr war 68 Euro, Strom haben wir echt nur 4 kW verbraucht, was total geil ist, pro Tag 1 kW. Und wodurch? Weil der Kühlschrank auf Strom lief. Der Kühlschrank lief auf Gas. Der Kühlschrank lief auf Gas und wir haben auch die VTO-Mann benutzt, teilweise für die Kühlbox. Genau. Ja. Aber wie gesagt, 4 kW haben wir verbraucht. Und was ich hier echt gut fand, war, dass die Kilowattstunde nur 0,70 Cent gekostet hat. Also 70 Cent sozusagen. Das ist relativ günstig, weil das haben wir auch schon teurer erlebt. Also es gibt wirklich Campingplätze, die nehmen 90 Cent, teilweise auch schon 1 Euro oder mehr. Also das war okay. Deswegen haben wir 2,80 Euro für Strom bezahlt. Akkurat. Dann kommt natürlich Grundgebühr, Strom 1 Euro. Und muss mal kurz hoch machen, ist ein bisschen laut. Und dann natürlich die Kurtaxe wie immer, die ist 12 Euro. Genau, also summa summarum 155,80 Euro. Ist okay, oder? Würde ich jetzt sagen, passt für den Campingplatz. Der war wirklich schön. Sehr schön. Ja, sehr schön. Der war wirklich schön. Wir machen nachher noch mal ein kleines Resümee, wenn wir zu Hause angekommen sind. Ne? Ja. Aber das wollte ich euch jetzt einfach mal so ein bisschen aufdröseln, damit ihr die Preise ungefähr so mal gehört habt. Und ich glaube sogar sagen zu können, dass wir hier nicht das letzte Mal waren. Ja, das kann gut sein. Da können wir schon noch mal herfahren. Auch mit den Radwegen und das Ganze gemacht sie hier. Ist wirklich schön, zwar hügelig, aber wenn du E-Bikes, Mountainbikes hast oder was, kommst du damit gut zurecht. Und die Gegend ist halt wirklich wunderschön. Also das muss man echt sagen. Ja, definitiv. Ja. Und bei schönem Wetter natürlich noch schöner. Das ist. Aber heute ist wieder so schwül, auch in dem in der Rezeption da jetzt. Boah, das war eine Wärme, leck mich fett, ehrlich. Der Wal hat mal wieder seine Plauze zeigen müssen. Da kommt garantiert ein Wetter runter irgendwann. Ja. Also Leute, wir machen uns auf den Heimweg. Wir melden uns dann nochmal bei euch, ne? Später. Definitiv. Und bis dahin, macht's gut. We can. Kept our photos, I just hid them away. So when I'm over you, I'll look and say, don't be sad that it's over, just be happy that you got to hold somebody's heart, even if it wasn't for very long. I keep our memories in the back of my mind, so as I age I'll remember the time when we didn't look too far in front of our own eyes. 'Cause being young was something our parents told us would fly by. So, wir sind angekommen zu Hause, hier hinter mir. Kommt mein Mann. Ja, Vater steht aber auch scheiße. Da seht ihr unseren Hof. Wir haben gehofft, dass er schon fertig ist, wenn wir wiederkommen. Keine Hoffnung.
einzige Problem, das wir jetzt hier haben, ist dieser kleine Absatz da. Dann müssen wir mal gucken, ob das funktioniert, vor allem auch mit dem Mover. Ist gut. Stopp, 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 Schatz. Okay, gut. Da rein. Wieso du? Ja, das können wir doch mal kurz so stehen lassen. Du kannst ja noch ein Stück, kannst ein Stück hinterfahren. Stopp. Hey Freunde, wir sind zu Hause. Wir sind euch ja noch ein kleines Fazit schuldig von unserem Kurztrip in den Fichtelwald. Genau, wir sind aber auch am Fichtelsee gewesen, das hat sie vergessen wahrscheinlich. Ja, aber es ist doch im Fichtelwald, oder nicht? Nee, Fichtel. Fichtelgebirge, oh Entschuldigung. Manche würden das als Outtake nehmen, mir als Belustigung. Entschuldigung, also genau, ja. Am Fichtelsee, im Fichtelgebirge. So, wir waren auf dem Campingplatz Fichtelsee, so heißt der, ne? Richtig, ja, genau. Jetzt haben wir das Fichtel bald alles durch. Ne? Und das war am Ochsenkopf. So, das ja. Kommt auch noch dazu. Genau. Ja, wir sind gestern nach Hause gekommen, ja. gestern. Auf den Hof des Schreckens, das habt ihr gesehen im Video, katastrophal. Sieht halt noch schlimm aus, aber wird hoffentlich in den nächsten Wochen besser werden. Ja. Wir haben schon gesagt, ey, nächstes Jahr werden wir auf alle Fälle wieder mehr Trips unternehmen, so mal Kurztrips am Wochenende, weil dieses Jahr definitiv. Ist es halt einfach nicht möglich, keine Chance. Definitiv. Keine Chance. Das ist halt, muss ich auch wirklich sagen, also was die nächsten Wochen auf mich zukommt, das ist schon heftig. Ich bin echt froh, dass ich die neue Arbeitsstelle anfange, dass ich da echt auch abends was machen kann. Unter der Woche auch, das hätte er in seinem alten Job nie machen können. Das könnte er echt vergessen. Ja, genau. Das wird echt hardcore, aber auch das kriegen wir hin. Aber das Mürli schafft es schon. Ja. Der ist ein Kämpfer, der ist ein Arbeiter, ein Macher. Naja. Noch was? Genug Lob. Ein geiler Ehemann. Ja. Okay, das auch noch. Okay, genug des Lobes. Ja. Zurück zum Campingplatz. Also, zum Ernst. Ja, Fazit. Uns hat der Campingplatz wirklich sehr, sehr gut gefallen, muss man wirklich sagen. Er ist jetzt zwar nicht so parzelliert, wie es mein Mann gerne hätte, aber du hast doch mal ein paar Büsche und ein paar Bäume, die sie so ein bisschen abgrenzen. Ja, ne? Das passt schon. Das ist halt nicht, also was ich gar nicht mag, ist, wenn es komplett offen ist. Ne? Wenn das nur so komplett Wiesen ist, so wie sie sagt jetzt hier, mit einer Hecke abgetrennt und so. Das war's schon. Also zwischen den Plätzen war jetzt nicht unbedingt eine Hecke, aber die Plätze waren riesig. Also zumindest den wir hatten, der war, also wirklich, ihr habt es ja gesehen, bombastisch groß. Also und sie hat es ja im Video schon mal aufgezählt, was für 4 Nächte haben wir jetzt knapp 155 Euro oder sowas bezahlt gehabt. Und also wir finden das echt top für die Lage und es war wirklich, muss man auch wirklich sagen, es war echt ein ruhiger Campingplatz, gell? Sehr, bis auf die eine Situation. Gut, ich meine, wie gesagt, gegen Kinderlärm kann man nichts machen, da gehen wir auch gar nicht mehr drauf ein, fertig. Aber mal abgesehen davon war er wirklich sehr ruhig. Gut, er liegt halt direkt an der Straße, an der Hauptstraße, das muss man sagen. Es fahren ab und an mal ein paar Brummis vorbei, aber das ist so selten und Kipper. Was auch immer. Aber egal, echt. Also das ist wirklich also das kannst du eigentlich nur auf hohem Niveau. Im Endeffekt liegt das Ding wirklich optimal. Wenn ihr Radtouren machen wollt, wenn ihr Wanderungen machen wollt oder was, gell? Ihr seid da am Fichtelsee.
könnt direkt drumherum laufen. Direkt daneben ist der Ochsenkopf, wo man Wanderungen machen kann. Ja. Die Sommerrodelbahn vom Ochsenkopf, das ist nicht weit. Habt ihr ja im Video gesehen, wie wir da hingeradelt sind und so. Und auch von dem Campingplatz hoch auf dem Berg selber ist das gar nicht so weit. Nee, das ist nicht weit. Nee, da bist also du schnell hochgeradelt oder gut wandern natürlich ein bisschen länger, aber du bist halt auch total schnell am Fichtelsee, das habe ich gar nicht gedacht. Nee. Du bist da echt in 5 Minuten zum Fichtelsee gelaufen. Wenn überhaupt. Also echt krass, das liegt direkt daneben. Ja, erstmal das und dann ist die nächste Geschichte, was mir auch noch nie, also ich habe das noch nie gesehen, das war eine Sommerbahn für Langläufer, also die war komplett geteert, da sind wir mit den Fahrrädern dann mal rausgekommen, die war komplett geteert und da kannst du dann wirklich im Sommer, kannst du da mit den Sommerlanglauf-Dingern kannst du machen, genau. Haben auch ein paar gemacht, Und wir sind halt mit den Rädern drauf rumgefahren. Gut, es war nicht abgesperrt, also das muss man fairerweise sagen. Am Sommerrad. Definitiv. Aber es war ganz cool. Und was auch geil war, es war wirklich mal, auch wenn wir letzte Woche dieses mega geile Community-Treffen gehabt haben, was wir wirklich noch tausendmal sagen können, wir haben so eine positive Resonanz von euch allen bekommen, die da dabei gewesen sind. Mega, ehrlich mega. Und dann. Und wir können schon mal spoilern. Ein ganz kleinen Spoiler. Also es gibt nächstes Jahr definitiv ein Treffen. Also es gibt definitiv ein Treffen, es sei denn, die Welt geht unter oder irgendwie sowas. Aber es gibt definitiv ein Treffen, da könnt ihr euch schon mal drauf einstellen. Termin wird noch bekannt gegeben. Genau. Da sind wir noch ein bisschen am Aushandeln, aber der Platz ist wieder der gleiche. Wir haben ihn schon im Kopf, den Termin, und wir haben auch schon ein bisschen besprochen, aber er ist noch nicht ganz fest und deswegen sagt man dazu auch noch nicht ganz, wir warten noch ein bisschen. Aber es gibt definitiv ein zweites Möllis Camping Diary Community Treffen. Auf dem Mein Camp Zellingen. Also richtig. Da könnt ihr auch schon mal sicher sein, dass es da ist. Da könnt ihr sicher sein. Genau, so viel dazu. Ja, wie gesagt, man ist auch von den Ausflügen, du bist auch schnell in Bayreuth, da kann man auch mal hinfahren. Jetzt sind wir wieder am Fichtelsee. Jetzt sind wir wieder am Fichtelsee, haben wir gesagt. Also da kannst du auch mal hinfahren, da kannst du Ausflüge machen. Auch sehenswert, total sehenswert. Ja. Also wie gesagt, alles in allem hat es uns dort sehr gut gefallen. Wir können den Campingplatz Fichtelsee definitiv empfehlen. Auf jeden Fall. Sanitäreinlagen, alles in Ordnung, sauber. Ja. Auch am Empfang, die Mädels waren nett. Ne? Also das Einchecken und Auschecken war echt problemlos. Das hat echt gepasst. Wie gesagt, die einzige Geschichte war halt wirklich, dass du bis 10.30 Uhr vom Platz weg sein musst. Das war ein bisschen doof. Ist ein bisschen heftig, sage ich jetzt mal. Ja. Gell? Ich meine, du musst definitiv einen Tag vorher abbauen, wenn du mehr aufgebaut hast. Ja. Anders da geht's denn, machst du aber eigentlich in der Regel, machst du das ja überall. Das oder du musst früher aufstehen. Oder du musst echt früh aufstehen und musst deine Nachbarn nerven. Und das wollen wir nicht. Nein, definitiv nicht. Und, aber ansonsten kann man echt sagen, wir düsen da definitiv nicht mehr. Das war schön, naja. Einziges Manko, was uns aber schon auch auf ein paar Plätzen aufgefallen ist, ist, dass du für das WLAN zahlen musst. Ich finde, es ist in der heutigen Zeit, sorry, seid mir nicht böse, aber jetzt noch Geld für WLAN zu verlangen, stundenweise, ist absolut outdated, ohne Witz. Vor allen Dingen machst du dir ja keine Kundschaft damit, denke ich mal, also in dem Sinne. Ne? Weil es hat ja eh schon jeder sein Handy dabei, sage ich mal, wo du wie viel Gigabyte frei hast oder so. Das ist absolut, also tut mir leid, ich finde, es geht heutzutage nicht mehr. Aber das ist unsere Meinung. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. Viele werden vielleicht auch wieder denken und werden sagen, hey, Handy weg im Urlaub, Fernseher aus im Urlaub. Ist ja auch richtig. Alles vollkommen aber okay. Aber für uns ist halt Fernsehen auch wichtig, ne, wenn es jetzt mal schlecht Wetter ist oder... Ja, genau. Du guckst auch mal. Oder mal abends. Mit einem halben Auge. Oder mal abends, ne? Mal gucken im Zelt oder so. Das machen wir schon mal. Ja, das machst du schon. Und wie gesagt, das Streaming wird ja auch immer mehr. Und wie gesagt, Handy ist halt einfach so. Ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mein Handy dabei. Wir posten auch immer mal wieder was. Also das ist muss jeder selber sehen. Eben. Aber ich lese auch viel. Eben, das stimmt. Das muss man echt sagen. Also lesen kannst du. Ich lese auch viel in meinem E-Book wieder. Also. Das stimmt. Nein, also im Großen und Ganzen ein super Campingplatz. Auch wenn wir ihn jetzt nicht filmlich vorgestellt haben, in dem Sinne, können wir euch wirklich empfehlen. Ein super Ding.
Und wie sie sagt, auch wenn er an der Straße liegt, es ist wirklich, es ist kein Lärm da. Mhm. Absolut nicht, mhm. Gell? Außer eine große. So. Mhm. Ja, egal. Kleiner Spaß nochmal. Ja. Ja, und also. Dann noch ein kurzer Nachtrag. Und zwar, ich weiß nicht, wir haben das glaube ich schon in einem Teil gesagt oder so, ich habe das mit rausgehauen. Also wir werden diesen Trip nach Bamberg, den werden wir definitiv canceln. Ach so, ja, den müssen wir leider canceln, wir schaffen das sonst mit dem Hof nicht. Sonst kriege ich das mit dem Hof nicht hin. Das ist das letzte Wochenende, wo mein Kumpel oder unser Kumpel Sascha Zeit hat, bevor er in Urlaub fährt. Und sonst ist, machen sie sich aus dem Staub. Eben, sonst verpissen die sich in Urlaub und das ne, können wir nicht zulassen. Nee, ja. Das ist... Wir haben echt hin und her überlegt, ob wir diesen Trip machen wollen. Ja. Das wäre auch echt eine schöne Auszeit gewesen, nochmal nur ein Wochenende. Eben. Aber das holen wir nach. Also das schaffen wir nicht, das haben wir gekannt. Wenn dieses Video jetzt zu Ende ist oder so, ihr werdet vielleicht mal das eine oder andere Fahrradtürchen von uns sehen oder so. Weil wir einfach mit dem Wohnwagen nicht durchfahren. Im Wohnwagen fahren wir jetzt nicht weg. Das nächste ist halt einfach das September. Nee, das nächste ist Ende August. Ende August, genau. Ende August fahren wir mal Richtung... Bad Kissingen, Obertulba auf 90er Party und da sind wir übers Wochenende eben auf dem Campingplatz dort. Ja. Genau. Und da können wir vielleicht ein bisschen was filmen. Genau. Aber wie gesagt, der große Urlaub ist dann im September und da gibt es auf alle Fälle Videos. Da geht's Videos, 20 Teile, Junge. Wenn wir fahren nach Kroatien und wenn wir im Winterurlaub sind, kommt immer nach Kroatien. Machen wir ein Video nach dem anderen. Na, egal. Wollte ich nur mal erzählen. Okay, Leute. Also ich glaube, das war's, oder? Hast du noch irgendwas zu sagen? Nö. Nö. Ne? Ich würde ganz einfach sagen, wenn euch dieses Video und alle, die davor gewesen sind, gefallen hat, würden wir zwei uns freuen über ein Like. Ein Abo oder Kommentar. Oder alle drei Sachen zusammen, da würden wir uns noch mehr freuen. Und wenn ihr das Motto mit uns leben wollt, was da lautet? Nix wie weg. Dann würden wir uns noch mehr freuen. Wir, das sind die. Möllis. Das sind wir zwei beide. Wir wünschen euch alles Gute. Bis ins nächste Video. Bleibt gesund. Macht's gut, ihr Lieben. Eure Möllis. Ciao, ciao. Tschüssi.